Schlüssel vor der Nase Aber hängen, hängen da eigentlich vier Stiefel, wenn man jetzt, wenn man zu viert in der Lobby ist? Weiß ich nicht, ich war noch nie zu viert in der Lobby. Ein Hinweis. Ah, das, ja, sind an, das sind andere Hinweise oben. Ich gehe dann mal, ne? Das ist ein anderer Sound, oder? Mhm. Ja, das sind jetzt andere Hinweise, die er da abliefert. Okay. Die, die feuchte Stelle ist in der Werkstatt hinter der hinter der Küche. Oh, ich liebe es. Alter, ich mach die verfickte Tür auf, ja? Und dann baut! Alter! Mach nochmal. Nee! Oh. Oh, Pinky ist heute ein bisschen ängstlich. Wolltest du das sagen? Oh, was für Kühl bist du hier? Oh, ich hab Angst. So, die feuchte Stelle ist trocken. Die Schränke hier oben sind nicht safe. Hinter Matratze ist auch nicht safe. Mhm. Mhm. Das ist nicht gut. Nope. Na. Kann man sich eigentlich hier hinterm Kühlschrank verstecken? Oh, der Geist hat den Kopf verloren. Wie was? Wie? Und der Schädel liegt da oben. Ach so, oh mein goodness. Er ist ein bisschen kopflos. Nein, der kopflose Reiter. Bin ich manchmal auch. Oh, hallo. Hallo? Hello again. Ich möchte dich heute noch sehen. Ich will dir gegenüber stehen. Oh, ich habe die Spieluhr. Ich habe heute ein Glück. Das Beacherbrett und die Spieluhr. Ja. Oh ja, warte. Ich will gucken, Wo bist du denn? Die Spieluhr? Moment, bist du? Warte, ich bring sie mit runter. Oh oh. Okay. Oh oh. So, Leute. Vorsicht. Oh, cool. Kam eine Spieluhr geflogen. Und was macht die jetzt? Also, ich gehe mal lieber raus. Die musst du auch in die Hand nehmen. Ja, und dann? Mit Rechtsklick, glaube ich, macht man die an. Und dann müsste der Geist irgendwie... Warte, wir... Stopp. Ja. Wir brauchen, wenn es blöd läuft, gleich Versteckmöglichkeiten. Wo waren welche? Ich bin hier draußen. Deswegen frage ich ja, wo sind die? Also, da nicht. Warte, nicht. Da nicht. Hier? Hier ist Versteck. Hier ist ein Versteck. Es kommt drauf an. Wir machen das jetzt einfach. Oh Gott. Scheiß auf Generalproben. Okay. Ja, mach inne. Wow. Alter. Das habe ich gestern am Freitag gar nicht gehört. Aber er huntet noch nicht. Er singt irgendwo. Oh, wie geil ist das denn? Hier, irgendwo aus der Küche kommt. Ja, wenn er ein Schiff tutet zu so. Ja. Hau ab. Tschüss. Ich glaube, das ist kein gutes Versteck hier. Sag doch nicht so was. Er sieht uns hier nicht. Mit der Spieluhr habe ich jetzt echt eine Gänsehaut. Mhm. Ein wenig. Also da geht mir jetzt der Arsch doch so ein bisschen auf Grund. Das lag doch nicht an der Spieluhr. Am Ding von dem Geist lag's wahrscheinlich. Lassen wir das. Ich glaub, wir sind fertig. Alter, ey, das war jetzt. Okay, die Und Spiel jetzt ist sie hin. Zu. Genau, jetzt hat sie ihren Sinn und Zweck. Aber wir wissen immer noch nicht, wo er herkam, ne? Nee. Aber wir haben die Spieler schon. Also, der hat hier oben auf jeden Fall war bei mir. Also, ich hatte ganz viel Heartbeat hier bei mir oben. Okay, nee, wir hatten keinen Heartbeat. Ich geh mal gucken nach unserer Sanity. Vielleicht ist das jetzt nochmal
Hand. Scheiße. Nicht gut. Ich werde sterben. Hallo? Wo stehst du denn? Ich, bin... Jetzt sterbe ich. Nein. Du bist dahinter? Okay, ich komme auch. Mach mal Platz. Ja. Oh. Wenn du sehen würdest, was ich gerade sehe. Das in... Oh! Und das ist bei 0. Achso. Oh, cool. Ja, geil. Ja, dann kommen wir gleich mal raus. Oh, Telefon! Johnny! Deine Freundin ruft an! Ihr dürft! Geist, Hand ist vorbei. Geist ist vorbei. Hab ich was verpasst? Schnell! Raus hier! Aber wir haben schon, zwar noch keinen Geist, aber schon mal ein Entkommen der Jagd sind wir. Und unter 25% haben wir auch schon. Wir brauchen nur noch das mit dem Kruzifix. Mhm. Und einmal Sanity nehmen, bitte, danke. Ich nehme mal die Pillchen. Ja, nimm mal die Pille. Das ist gut, dass du das machst. Ganz wichtig. ja, aber es hilft nichts. Wir müssen da wieder rein. Ran an die Buletten. Aber, was? Na gut. Aber. Na gut. Wo ist denn jetzt der Geist? Sag mir das mal einer. Der ist von oben. Ich weiß aber nicht, wo. Ist er. Ja, aber wo? Solange er nicht von gestern ist, sondern Nicht von oben. Ach, Schnauze! Er kommt von oben! Schnauze! Ey, Schnauze! Was willst du? Hier ist Gefrier! Hier ist Gefrier! Hier ist Gefrier! Kommen Sie nein! Hier ist... Oh! Hier hat er das Licht angemacht! Okay... Ich mach das Licht wieder aus. Ach, der war durch die Tür! Fingerabdrücke! Tada! Ich werde sterben! Geh weg! Ich bin nicht hier! Geh weg! Geh doch verdammt nochmal weg! Du siehst mich nicht! Wenn ich dich nicht sehe, oder was? Siehst du mich auch nicht? Geh doch weg! Fertig. Ja, siehst du? Das hat geholfen. Also, wir haben Fingerabdrücke. Fingerdinger. Das war ja easy. Ja, bis auf dein Gequietsche so nebenbei war das. Ich hab doch nicht gequietscht. Was hast du denn, Sommer? Das hat niemand gehört. Was, dass du gequietscht hast? Wollen wir den Stream? Soll ich das klippen? Ah, nein! Nein! Er ist schon wieder billig. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber ich hör's. Ich hab so ein scheiß Versteck. Ich bin hinterm Klavier. Ich dachte, du sitzt irgendwo und hältst dir die Augen zu. Auch das kann ich. Ja, wenn er mich nicht sieht, oder ich ihn nicht, kann er mich auch nicht sehen. Fertig? Mhm. Okay, steh raus. Tschüss. Ich komm mal nicht dazu, Hallo. Mit der Box zu reden. Hi, ich war nebenan. So. Wie alt bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Nö, Box will er nicht. Tschüss. Es könnte immer noch ein Minix sein, ne? Oh, er hat im Gang eine Bierdose geschmissen. Ja, so ein schlimmer Finger. Am Sessel hinten. Okay. Ja, könnte noch so einiges sein. Ach, Gefrier haben wir ja auch. Ja, wir haben Gefrier. Und Finger. Irgendwas noch? Und Finger, ja. Gefrorene Finger haben wir. Oh, da kommt Johnny. Gefrorene Finger. Also Opsis sehe ich jetzt erstmal nicht. Na gut.
Ich bring mal Kruzifix auf. Ja, Kruzifix. Hand. Natürlich. Na klar. Wie soll's auch anders sein? Er startet aber diesmal nicht in dem Raum. Nee, der ist weit weg. Ich rede nämlich nicht mal. Jetzt kommt er, glaube ich, nach oben. Ja. Ja, er kommt jetzt hier rein. In den Raum, wo die Kamera steht. Jetzt geht er wieder raus. Geht wieder die Treppe runter. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Also, wenn ihr oben im Utility Room seid, dann seid ihr safe. Mhm. Jetzt steht Tom. Tom, hier ist Sichtschutz. Handfällig heute, ja. Ist er fertig? Keine Ahnung. Ja, ist er. Gut. Keine Ahnung. Ich komme wieder. Ja, außerdem, so. Du weißt ja nicht, wie lange er fertig ist. Hier. Wie alt bist du? Er schreibt gerade ins Buch. Irgendwo. Oh, ja, hier. Ja, ja. Ein Dämon. Tschüss. Tschüss. Wie? Ich will auch noch mit raus. Jupp, ich bin raus. Ich auch. Ja. Wow. Nice. Sehr geschmeidig. So. Dämon. Kruzifix ja, ist nee, auch. Kruzifix nee, ja, das fällt noch. Durch. Ja gut, aber da wir jetzt draußen sind, wird er mit Sicherheit nicht anfangen zu handeln. Nein. So. Wollen wir abfahren oder auf Kruzifix? Kruzifix. Fahren, oder? Wir fahren, hau rein. Jo. Aber ich muss jetzt tatsächlich auch anfangen zu kochen, sonst gibt's gleich Ärger hier. Oh, was gibt's denn leckeres? Was gibt's denn? Was gibt's denn? Mm. Was gibt's denn? Also eigentlich haben die sich Gyros mit Metaxa-Soße gewünscht. Ich werde das aber wahrscheinlich umbauen, weil ich keinen Bock habe, großartig noch Beilagen zu kochen. Und werde ich da einen Gyros-Auflauf ausmachen. Oha! Also ja, dann bis ja, dann gleich. Bis gleich. Anzeichen von Gewalt und verlassenen Eile. Wollen wir wetten, dass sie das Auto wieder da gelassen haben, vor lauter Schreck? Aber, ja. Wir sind aber abgehauen, ne? In Eile. Also, wenn ich es eilig hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde das Auto nehmen. Ich auch. Ich würde das... Oh, Pinky. Mhm. Och nee, du hast es hervor... Mann, ich geh jetzt nur... Oh, nee! Das ist nicht dein Ernst, oder? WTF? Oh, nö. Wir sind doch nur zu zweit. Ja, reicht ja dann, wenn einer stirbt. Was? Telefon? 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 Hier, ne? Telefon? Oh. Oh. Wo war denn jetzt das Telefon? Ruf mich an. Oh, der Oberschenkelknochen. Das ah, cool. Ich glatt vor Lachen mein Kaffee aus. Hey. Mit reinkommen. Dann habt ihr mehr Angst vor mir als vor dem Geist. Pinky hat sich jetzt gerade ein Töschen gemacht, weil ich gesagt habe, der Beschwörungszirkel wäre cool. Und? Hier hinterm Schrank ist safe, aber hier ist auch das Telefon. Ich schau mal nach Ops. Im Gang ist doch auch ein Telefon. Nee, das hab ich nicht gesehen, du. Da liegt auch ein Handy, was vibrieren kann. Nein. Das, nur das hier vibriert. Okay. Wie alt bist du? Okay, ist hier. Was? Wo hier? In dem Zimmer mit dem, in der hässlichen Tapete. Wir haben Gefrier. Und? Wie alt bist du? Ich hab's dir doch gesagt. Der da hinten, der hat auch, wollte dich. Der wollte mich. Mit einem Buch erschlagen. Da liegt nämlich ein Buch. Ah ja. Warte, Sekunde. Zack. Ey, kannst du mal deinen Luxuskörper hier rausbewegen? Ich bin doch schon wie draußen. Alt bist du? Ach, jetzt habe ich vor lauter Schreck die Box ausgemacht. Wie alt bist du? Wo bist du? Sollen wir gehen? Bist du ein Kind? Nö, Box will mit mir nicht. Gehst du mal aus? Ich bin doch draußen. Aus, nicht raus. Ach so. Alter, jetzt schwerhörig auch noch, ey. Mach doch nicht diesen, ey. Gray möchte, dass wir den Beschwörungszirkel anzünden. Nein, Gray, das machen wir nicht.
muss man erstmal gucken, bleibt wie weit schön ich aus! Das bleibt so, wie es ist! Oh, da ist nix. Der kommt nur einmal, die Kerzen gehen, glaube ich, dann wieder aus. Sagst du, und dann sind wir beide tot. Ja, das kann passieren. Bist du hier? Ah, Dotz! Oh mein Gott! Also, bist du hier? Gefrier und. Was willst Dotz. Du? EMF oder oder was? Sollen wir gehen? EMF, Juraj. Okay. Juraj oder Oni, also EMF oder Orb. Orbs habe ich glaube nicht gesehen. Und da es ein gefährlicher Geist wird, dann ist es wahrscheinlich ein Oni. Mit EMF 5. Mach mir doch nicht, also bitte, mach mir doch nicht so eine Angst. Hat der Typ unten im Auto gesagt? Ja, aber das sagst du nochmal. Das will ich aber nicht hören. Was denn? Das mit dem Beschwörungszirkel hat doch auch geklappt. Er hat mit dem Teddy gespielt. Er hat fucking nochmal mit dem Teddy gespielt, mit dem Hasen. Du stehst im Van. Ja. Er hat den Hase, der Hase stand doch erst hier vorne. Und jetzt ist der da in der Mitte. Lass uns abfahren. Nee, wir fahren nicht ab. Wir haben noch eine Kerze und. Ja, aber Gray will doch unbedingt, dass wir diesen Zackel anmachen. Und das natürlich will ich nicht. Machen wir den an. Ich will ja sterben. Nein, du willst nicht sterben. Natürlich, wir wollen. Du musst doch mal sehen, was passiert, Kruzi-Türken. Kruzi-Türken? Was? Kruzi-Türken. Wenn du hier nicht weißt, was passiert, wenn man mit dem. Obwohl, ja, mal gucken. Nimm ein Fotoapparat mit, weil, ne? Ja, ich mach hier mal eine Kerze an, ne? Hab ich doch. Pinky, geh rein. Gray möchte, dass du auch stirbst. Gray. Ich hasse dich. Ich hab zwar eine Kerze, aber ich hab kein Feuerzeug. Ich muss ja die Kerzen anzünden. Wo hab ich denn das Feuerzeug hingeschmissen? So, du stellst die Kerze für den Geist rein und ich nehme Feuerzeug für. Ja. Zing mit. Und dann sterbe ich. Ich will aber nicht, dass du stirbst. So, die Tür ist. Oh, Alter. Ah, das war wohl nix, ne? Oh, oh. Ach, leck mich doch am Zuckerli. Ich bin tot. Ne, wenn er nicht sieht, wo wir hin sind, haben wir Glück. Ich bin hinterm Auto. Fertig? Ich glaube. War das eine Hand oder ein Event? Das war eigentlich eine Hand. Nee, die Tür ist auf. Jetzt ist es eine Hand. Hinterm Schrank. Okay, tschüss. Er hätte mich gar nicht sehen können. Ich geh mal Pillen nehmen. Also Gray, den Zirkel mache ich jetzt nicht an, weil wenigstens ein bisschen Punkte wollen wir. Naja, obwohl, wir haben doch noch genug Taler. Also wir können gerne es ausprobieren. Ich bin ja jetzt tot. Du bist jetzt tot. Ah ja, Pinky ist tot, dann können wir das ausprobieren. Du bist echt so ein Haubentaucher. Ich bin eine Pfeife, hast du doch immer gesagt. Ja, das ist heute zu schwach. Wow, das hat sie nicht gesagt. Also Pfeife ist heute alles andere als gut. Das ist viel zu schwach auf der Brust. Obwohl, nee, ich sehe kaum was hier. Es ist alles so neblig, ich sehe nichts. Aber du auch noch... Klar, wenn du mit dem Kopf im Schrank steckst, würde ich auch nichts sehen. Hast du einen Knochen gefunden? Den hatten wir doch gefunden. Der war doch hier hinten im Zimmer. In dem blauen. Genau.
Ich trage dann den Oni ein und verschwinde, ne? Jo. Könnte auch ein Yurei sein. Ja, was denn nun? Yurei, Oni? Ich bin für ein Oni. Okay. Telefon. Mein Handy will was von mir. Was will sie denn? Achso, okay. Uninteressant. Okay, also EMF5, dann ist es ein Oni. Hat das Foto gezählt von dem Bitz? Ja, einen toten Körper, knackigen Hintern haben wir in der Kamera. Mhm. Den Knochen und den Beschwörungszirkel haben wir auch drauf. Sehr gut. Ja. So, beim nächsten Jahr, beim nächsten Mal machen wir es gleich als erstes, bevor Pinky Gelegenheit hat. Ich warte. Was? Das habe ich nicht. Hör mal. Trag ein und fahr ab. Los, ich bin schon im Van. Das stresst doch nicht so. Nur weil du jetzt einen Löffel abgibst, meinst du, dass du hier rumzicken kannst oder was? Ja. Na gut. Gray hat schon geschrieben, das nächste Mal. Mhm. Ah, ich muss jetzt urplötzlich weg. Es tut mir leid. Gray, ich muss abhauen. Pinky, ihre. Oh, war sogar ein Oni. Na Mensch. Ja, wenn es ein Tough One ist, wenn es ein aggressiver Geist ist, kann es, wenn du die Auswahl hast, Yurei oder Oni nur ein Oni sein. Ah, wir haben auf jeden Fall ein verfluchtes Objekt, das sagt er. Dann. Brauchst du dich jetzt nicht einen Knopf drücken? Dann drück Nee, ich musste kurz mal zurückschreiben, weil. Kanal. Ich wurde gefragt wegen DBD. Ich bin eine gefragte Frau, ja? So wie du auch abgehoben bist, ne? Ich bin nicht abgehoben. Ob soll ich abgehoben sein? Na klar! Ah, es ist weg! Es ist weg! Ja! Du weißt ja nicht, ob es woanders ist. Nein! Auf! Nee. Auf! Mach nicht diesen! Mach nicht diesen, doch! Das passt hier nirgends! Hat die Tür bewegt? Ja. Aber welche? Es sah aus wie die hier, oder? Yo, Geist, bist du hier? Yo, Geist, mach mal. Nee, die war von Haus aus. Hast du keine EMF oder so? Nee, ich hab Videokamera. Mensch, Kind. Ich hab Videokamera dabei. Sekunde. So. So, ich hole. Ich hole ihn mal, ne? Wen holst du? Ich hole ihn raus. Den EMF. Und das Buch nehme ich auch. Wie alt bist du? Wo bist du? Also, ich bin draußen. Ich frage mal einfach mal in der Garage. Wo? Wo? Was ho? Leute, habt ihr das gesehen? Nein. Was denn? Schade, dass keiner da ist, das klippen kann. Da doch. Ist gerade eine Geist durch mich durchgelaufen. Was? Gray, hast du das gesehen? Anka, wer da ist, habt ihr das gesehen? Wir haben doch gar keine Dots an. Nein. Alter, weiter. Alles gut? Alles gut? Nee. Alles gut? Nein. Nee. Clip wird erstellt. Ich hab's gerade gemacht, also... Ich nehme dich in den Arm, warte. Alles gut. Alles gut. Das ging so schnell, Gray. Ja, Gray hat gesagt auch, irgendwas war da. Ja. Oh mein Gott. Ja, ich mach mal das Auto aus. Das ist ja sowas von nervig. Mama. Kannst du mal das Auto ausmachen? Und auch lassen hier? Schnauze. Oh. Erschreckt uns doch nicht so. Junge, 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 Junge. Ich sehe mal nach unserer Sanity. Alter Pinky, guck dir den Clip an. Ja, Sekunde. Bei 20 Sekunden vom Schluss, vor Ende des Schlusses. Warte, Stille. Mal gucken, ob Pinky das auch auffällt. Oh mein Gott, ja. Das sieht aus wie ein Dots, oder? Ja.
Aber das war sehr klein, ne? Ja, aber es ein geisterhafter Schema, also geisterhafte Schema waren. Also ich habe mich, also bin jetzt schweißgebadet, das erste Mal seit langem wieder in Fast mir der Angstschweiß so quasi. Oh mein Gott. Das ist ja, wow. Ich lasse ja mein Zeug hier, ich bleib mal draußen jetzt, ja? Ja, das war so klar. Nein. Hast du den Clip gesehen, wo Pinky gequiekt hat? Was? Was gequiekt? Ich hab gequiekt? Also, ich weiß von nix. In der Garage ist er, ja? Ja, da ist er. Kannst du den Clip bei mir dann mal auf dem Discord gucken, reinposten, Pinky? Ja. Okay. Lul. Hier hat er irgendwas gemacht. Wie alt bist du? Wo bist du? Was willst du? Bleib weg. Bist du ein Kind? Er hat? Hä? Irgendwo an die Scheibe geklopft. An welche Scheibe will er denn hier klopfen? An der Glas. Glastür. Also jetzt bin ich ein klein wenig nervös. Ich bin nicht so ganz bei der Sache. Ich merke das schon. Also Box war jetzt nicht. Okay. Guck mal, das war doch echt strange. Oder? Ja. Meine ich aber auch. Und auf deinem Köpfchen. Mhm. Puh, jetzt habe ich aber auch ein bisschen mehr Angst, du. Also ich kann dir sagen, dass mein Puls auf 100 war in der Zeit, wo ich das hatte. Ja, das glaube ich dir gern. Also das wäre bei mir auch so. Also der ist gleich erstmal hochgegangen. Mhm. Weil meine Uhr vibriert dann. Mhm. Jetzt bin ich wieder ein bisschen weiter runter. Noch nicht so, dass sie zufrieden ist, aber... Aber er macht hier die Türen auf und zu. Okay. Aber nicht die in der Garage. Foto vom Geist. Okay. Ich guck erstmal, ob ich den Knochen finde. Mhm. Vielleicht sollten wir ja auch mal eine Pille nehmen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Oder? Das meine ich aber auch. Aber ich habe mich jetzt erschrocken. Alter Falter, ey. Was denn? Hat die andere Videokamera ausgemacht. Hä? Ja, die da hinten. Ich habe zwei hingestellt. Er hat auch den Strom ausgemacht. Und er ist auch hier gar nicht mehr. Oder? Das ist schlecht. Doch, doch, acht. Hast du schon mit der Box geredet? Nee. Bist du hier? Sollen wir gehen? Er hat eine Tür angefasst. Welche Tür fährst du denn an? Wo bist du? Bist du ein Kind? Er ist, glaube ich, jetzt mehr im Flur. Ja, er hat bist hier du im hier? Flur das Buch geschmissen. Was ja, willst er du? Mehr, er hat mir gerade. Was ist denn das für ein Buch? Das bist du hier? Normales Wo Buch. Wo bist du? Wo ist denn die Fingerabdruck? Gib uns ein Zeichen. Okay, also Box ist nicht. Na gut, dann hole ich das hier mal eins wieder raus. Fingerabdrücke sind auch nicht. Also können wir streichen, weil er hat die Kellertür bewegt und keine.
Fingerabdrücke gemacht. Okay, ich hole mal dort zum Kamera und stell das mal hier so hin. Oh, hier war ein Geräusch. Ja, ich habe die Taschenlampe weggeschmissen. Das hört sich so an, ja? Ja. Okay, jetzt... Also die Fingerprintlampe habe ich weggeworfen. Mhm. Aber er ist jetzt auch im Keller, er hat hier einen Hammer nach mir geschmissen. Aber hier sind die Kerzen aus. Ja, ich kann... Haben wir Zwillinge? Ich weiß nicht. Haben wir überhaupt schon Beweis? Außer, dass ich mich jetzt zu Tode erschrocken habe? Was kein Beweis ist. Nein. Oh ja, gut, dass man darüber gesprochen hat. Cool. Gray schreibt, sie hat gerade minimal Angst. Echt? Ach, Gray. Ja, frag mich mal. Es ist ja noch alles möglich, ne? Ja, da lag der Hammer am Boden. Jetzt habe ich meine Taschenlampe weggeschmissen. Wo ist sie denn? So, dann gehe ich mal runter. Und. War meine. Pack die dort zwar hin. Wo denn? Ah, hier, bei der Bombe, bei dem Hammer. Bei der Bohrmaschine wollte ich sagen. Es ist ein Hammer! Oh Mann, ey. Wenn man Urwurm hat. Jetzt hat er hier oben geschmissen. Ey, willst du mich verarschen? Sind das vielleicht noch Zwillinge? Ja, ich vermute bald. Jetzt hat er wieder eine Scheibe geklopft. So, Hammer, das höre ich ja nicht mal. Das zweite Mal schon. Aber ich tendiere auf Zwillinge, der verarscht uns doch. Gib uns ein Zeichen! Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Ja, Garage ist warm. Sollen wir gehen? 13. Bist 18, du hier? Sag doch mal 10, ja. 10. 14. 17. Wie alt bist du? Ups. 18. Also der muss oben im Flur sein. Ja, das ist ja auch warm. Hand. Ja, toll. Ja, toll. Komm hier in den anderen Raum und stell dich hier hinter die Werkzeugkiste mit rein. Nö, ich hoffe, ich bin versteckt. Wir brauchen also jetzt den Raum, der unter 10 Grad ist. Mhm. Den wollte ich ja gerade suchen. Und finden. Ist er fertig? Also er kam nicht von hier unten. Hier unten ist es doch warm. Und dann ist er oben. 16, 15. 6. 9. 20. Junge, wo bist du? Ich bin mal kurz draußen. Ich hole noch meine Kamera wegen Orbs. Also der ist definitiv hier im Flur. Mhm. Aber Orbs haben wir doch hier. Die Kamera. Ja, aber wegen den Dots... Aber die Kerzen sind auch nicht aus, ne? Also hat der Geist nicht ausgemacht. Komm mal raus, nimm einmal Tabletten. Der spawnt? Wo ist er denn? Im Flur. Genau, über deine Kopfkamera sehe ich das Krisseln. Er ist im Flur gestartet. Ich wollte gerade sagen, nimm mal Pillen. Mhm, mach ich gleich. Und überleb jetzt auch, ja? Mhm. Kann ich denn deine Kamera nicht auf Nachtsicht umstellen? Ist er fertig? Ja. Puh. Ich komme! Ach, während der Hand kann man die Cam nicht umstellen auf Nachtsicht. Oh, das wusste ich bis dato noch nicht. Lass mal schlucken. Ich schluck mal. Also dieser Geist schafft mich. Ach so, Pinky,
Ja. Wenn wir dann fertig sind, muss Ja. ich noch mal mit dir ein paar Takte plaudern. Oha, ja. Wir haben Orbs und zwar im Bad. Hä? What? Wow! Alter. Ich bin gelinde gesagt etwas nervös. Ja, er schmeißt hier im Bad auch das Duschzeug. Orbs im Bad. Okay. Was du denn in Dots sind? Einmal im Keller und einmal hier in der Garage. Ein Buch? Ist auch hier, habe ich. Alles gut, habe ich schon gefunden. Ich hol's mal, ne? Oh. Ja, es. So. Willst du etwa duschen gehen, lieber Geist? Deswegen mach doch keine Fingerabdrücke. Hand? Nee. Nee, die Haustür ist noch auf. Ja, guck mal, was er hier alles geschmissen hat. Okay. Na, wo bin ich da nochmal? Jetzt handelt er. Nimm die Beine in der Hand, lauf. Alter, ist der schnell. Handtuch? Könnte es ein Handtuch sein? Dann müsste der Strom aber wieder aus sein. Weil ein Handtuch bewegt sich ja in kälteren Gefilden schneller. Nein, weißt du, was das sein könnte? Geht ein Reitschuh? Reitschuh. Wir haben Orbs, ja? Ja, ein Reitschuh, weil wir haben hier die Dots liegen. Okay. Hand? Hebt die Ja. Hand. Ich komme. Schnell, schnell, schnell. Schnell, machst du zu? Oh mein Gott. Verdammt fix unterwegs. Ja, aber nur hier vorne, ne? Jetzt gibt er wieder Gas. Das ist definitiv hier vorne ein Reitschuh. Ein Reitschuh. Dann nehmen wir ihm doch hier mal den Dotz weg. Was braucht denn der Reitschuh? Egal, wir wissen, was es ist, lass uns abfahren. Und das, wir nehmen jetzt die Beine in der Hände. Und los So. geht's. Das ist das erste Mal, dass ich freiwillig kapituliere. Never ever. Wir haben nicht mal den okkulten Gegenstand gefunden. So, ein Reitschuh braucht Sekunde, Beweise. Geister. Reitschuh. Ja, und Dots. Dort. Dann war das doch ein. Aber dann hat er, dann hätte ja nicht Anna Dots ein Dots gemacht. Weil wir haben den Dots ja noch gar nicht platziert gehabt, wie die Geister, diese Schemengestalt auf mich zugelaufen kam. Ja. Den hast du ja nur hingeschmissen. Ja, den habe ich den schon hingeschmissen gehabt? Nee, Sicher? nee, du hast den hingeschmissen, weil nur hingeschmissen, weil du ja das EMF holen wolltest. Ja, genau. Der lag ja ohne, dass wir ihn platziert hatten. Oh, jo, das ist ja was. Oh, jo. Okay. Und EMF5. Also ich will nach Hause. Und dann hau rein. Ja, war auch ein Reitschuh. Oh, Alter. Krass. Pinky, lebst du noch? Ja, ich bin noch da.
Oh.